Das pulverisiert all unsere Versuche auf allen anderen sozialen Netzwerken. Also so sieht TikTok in China aus. Ja. Leer. Menschen in autoritären Systemen haben ganz oft eine Schere im Kopf. Hallo? TikTok, das ist vor allem Spaß. Unterhaltung aus dem Kinderzimmer, so eine Art Mini-Playback-Show für die Generation Z. Viele bewegte Bilder, Popmusik, wenig Text. Ja, also für Leute, die sich so ein bisschen berieseln lassen wollen, ist TikTok bestimmt genau das Richtige. Aber Nachrichten, Politik und sowas, das findet man da eher weniger. Und jetzt kommt ausgerechnet die Tagesschau, also das altehrwürdige Flaggschiff der ARD, mit einem TikTok-Kanal um die Ecke. Und da habe ich mich gefragt, was wollen die da überhaupt? Praktischerweise sind das unsere Nachbarn hier auf dem Gelände. Und wir gehen einfach mal vorbei und fragen nach. Früher hat die Tagesschau aus diesem Studio gesendet. Heute produziert das Social Media Team hier TikTok-Videos. Ich bin verabredet mit Chefredakteur Markus Bornheim. Er zeigt mir den neuen TikTok-Kanal der Tagesschau. Ihr habt es vielleicht schon so unterschwellig gemerkt, dieser Polizist hat gar keinen Bock mehr auf Gaffer. Shame on you. Kurze Erklärfilme zu aktuellen Themen. Neben kleinen Gags mit Jan Hofer. Vielleicht können wir es mal. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wo der Stopp-Knopf ist. Also. Einfach drauf einfach drücken. So. Was ist denn das Konzept hinter diesem Tagesschau-Kanal? Wir sind ja im Moment noch in der Phase, in der wir das testen. Wie weit können wir sozusagen die Tagesschau-Marke auf diesem Kanal etablieren? Lassen sich denn da journalistische, seriöse Inhalte eigentlich vermitteln oder geht es da nur um Spaß? Also wir versuchen schon, natürlich netzaffine Themen anzupacken, aber immer mit Inhalt. Also es wird nicht nur getanzt bei uns. Und warum ist TikTok so interessant für die Tagesschau? Das ist das im Moment am stärksten wachsende soziale Netzwerk weltweit. Das hat in wenigen Monaten wird das WhatsApp überholt haben. Die App ist so unglaublich erfolgreich. Und wir sehen ja, innerhalb von gerade mal einer Woche haben wir über 100.000 Follower etwa bekommen. Das pulverisiert all unsere Versuche auf allen anderen sozialen Netzwerken. Ja, die Tagesschau will auf TikTok offensichtlich die ganz junge Zielgruppe erreichen. Ist ja auch klar, die ist längst nicht mehr auf Facebook unterwegs und erst recht nicht vom Fernseher. Das Problem ist aber, TikTok ist ziemlich umstritten. Das Unternehmen dahinter kommt nicht etwa aus Kalifornien, sondern aus Peking. ByteDance heißt es. 75 Milliarden Dollar wert, eines der erfolgreichsten Startups der Welt. Aber Medien berichten immer wieder, Videos, die zum Beispiel die chinesische Regierung kritisieren, würden auf TikTok unterdrückt. Das zumindest sagen zwei, die seit Monaten intensiv zu TikTok recherchieren. Ich treffe sie in Berlin. Chris Köver und Markus Reuter arbeiten für netzpolitik.org. Sie haben herausgefunden, wie die Plattform Inhalte steuert. Sie berufen sich auf eine verdeckte Quelle, die demnach für TikTok arbeitet. Alle Videos werden laut der Quelle von Moderatoren gesichtet und bewertet. Die sitzen in Berlin, Barcelona und in Peking. Zensiert TikTok denn Inhalte, die der Regierung in Peking nicht in den Kram passen? Man kann davon ausgehen, das muss nicht unbedingt quasi die Tagesparole, ihr löscht das und das sein von der Regierung, sondern Menschen in autoritären Systemen haben ganz oft so eine vorauseilende Gehorsam, eine Schere im Kopf, die gilt. Und dann kann man eben davon ausgehen, dass dort Menschen vielleicht eher im Sinne des Regimes dann moderieren als nicht im Sinne des Regimes. Die beiden haben recherchiert, dass TikTok unliebsame Inhalte in verschiedene Kategorien einstuft. Darunter, so sagen sie, fallen zum Beispiel Videos von Demos und Protesten. Dabei gäbe es regionale Unterschiede. Clips, die etwa Homosexualität thematisieren, würden in der islamischen Welt ausgeblendet. Die Kriterien wurden zwar seit dem Beginn ihrer Recherche erweitert, doch nicht wesentlich verändert. Das Interessante ist wahrscheinlich, dass dieses Einschränken der Sichtbarkeit von bestimmten Inhalten auf TikTok weniger über das Löschen passiert, als über verschiedene Möglichkeiten, einfach die Reichweite von bestimmten Beiträgen zu deckeln. Das finde ich vor allem deswegen interessant, weil TikTok selbst, wenn man sich dann die Statements durchliest, steht da ganz oft eine Abgrenzung drin, wir löschen das nicht. Das lässt aber dann offen, quasi, das lässt diese andere Möglichkeit offen.
über die aber im Grunde genauso gut die Sichtbarkeit von einem bestimmten Inhalt komplett runtergedreht wird. Das ist ja auch nicht mehr so plump, dass ich sage, dein Video ist, zack, ist gelöscht. Das kriege ich dann sofort mit als User und denke mir, oh, jetzt bin ich gelöscht, das ist hier Zensur, sondern oh, geht halt einfach nicht viral, das kriegt einfach keine Klicks. Ah, ist halt bei 600 Klicks dann gescheitert und die Leute machen dann was anderes. Das ist ja auch das, was die Quelle sagte, dass die Leute dann auch anfangen, irgendwie sich daran nachzurichten. Das heißt, die Menschen, die da Inhalte produzieren, merken, okay, das funktioniert nicht gut und machen dann andere Inhalte. Gerne würde ich mit TikTok selber über die Vorwürfe sprechen, aber... Also das heißt, Sie können mir kein Interview geben. Ich schicke meine Fragen daher per E-Mail. Eigentlich unverständlich, dass TikTok nicht mit mir spricht, denn es lässt durchaus Videos zu, die Chinas Politik offen kritisieren. Nicht zuletzt von der Tagesschau. Zum Beispiel über die Proteste in Hongkong. Das sieht im Rest von China anders aus. Da gibt es keine Demokratie. Da liegt die Macht bei nur einer Partei, der Kommunistischen Partei. Und die überwacht die Menschen. Und über die Internierung der uigurischen Minderheit. Videoüberwachung in jedem Winkel. Eingesperrt in Lagern. Kein Kontakt zur Außenwelt. Ja, ich kann das natürlich jetzt alles sehen hier in Hamburg. Die Frage ist aber, wie sieht das für die Nutzer in China aus? Können die gleichen Inhalte sehen, die Tagesschau oder so macht? Und um das herauszufinden, frage ich einfach mal jemanden, der da ist. Das ist meine Kollegin Tamara Anthony, das ist die ARD-Korrespondentin in Peking. Und ich frage sie jetzt einfach mal, ich bin nämlich mit ihr zum Skypen verabredet. Hallo Tamara. Hallo. So. Also so sieht TikTok in China aus. Ja. Leer. Suche nach Tagesschau. Negativ. Keine. No results. Ja. Denn es gibt zwei Apps von ByteDance. TikTok für den globalen Markt und Douyin für China. Hier ist die Tagesschau nicht zu finden. Dafür... heitere Folklore, wenn man etwa nach dem Stichwort Uiguren sucht. Im letzten Moment hat TikTok auf meine Anfrage reagiert. Wenn auch ausweichend. TikTok entfernt keine Inhalte aufgrund ihrer politischen Ausrichtung. Das war gar nicht meine Frage, ob Inhalte entfernt werden. Wir wissen ja, Inhalte werden ausgeblendet, in ihrer Sichtbarkeit eingeschränkt und so weiter und so fort. Das war auch meine Frage, ob sie in ihrer Sichtbarkeit eingeschränkt werden. Ich gehe nochmal zur Tagesschau. Wie steht sie zu der Kritik? Dass die chinesische Regierung Einfluss nehmen könnte auf die Inhalte, dass unbequeme Videos unsichtbar gemacht werden? Also wir erfahren das gar nicht. Insofern kann ich das auch gar nicht. Ich kann jetzt nicht in den Kopf von TikTok hineingucken oder der TikTok-Eigentümer oder der chinesischen Regierung. Wir haben China-kritische Berichterstattung auf TikTok gemacht. Wir haben keinerlei Beschränkungen festgestellt. Insofern werden wir auch weiterhin dort experimentieren. Und wir, wie gesagt, wir bewerten es nach einer gewissen Phase, schauen sehr, sehr kritisch drauf und müssen uns das dann ganz genau angucken, ob wir dort weitermachen oder nicht. Jetzt haben Sie diesen Kanal auf dieser nicht ganz unumstrittenen Plattform. Tragen Sie denn nicht damit zur Legitimation von TikTok bei? Das ist ja immer so die Frage, an der sich immer Medienstrategie entscheidet. Gehe ich sozusagen auf eine Drittplattform, Facebook, YouTube, Instagram, oder gehe ich bleibe ich bei unseren eigenen Plattformen, die wir selber haben? Das Problem ist, dass vor allen Dingen jüngere Nutzer auf den Drittplattformen sind. Und meine Strategie und unsere Strategie ist immer, wir gehen dahin, wo die Leute sind, die unsere Inhalte wollen. Und wer denn sonst soll journalistische Inhalte auf diese Plattform bringen? Was müsste passieren, damit Sie sagen, keine Zusammenarbeit mehr mit TikTok, wir löschen den Kanal? Also wenn wir merken, dass unsere Inhalte rausgenommen werden durch irgendeine Form von Moderation von TikTok, wenn wir da nicht mehr frei und unabhängig berichten können, dann machen wir sofort den Kanal zu. Die Tagesschau bleibt kritisch gegenüber der chinesischen Regierung und gegenüber TikTok. Aber trotzdem oder gerade deswegen tut sie TikTok damit auch einen Gefallen. Denn TikTok kann jetzt sagen, seht her, die Tagesschau ist bei uns, so schlimm können wir doch eigentlich gar nicht sein.